Hallo, hier ist Marlene vom Luftakrobatik-Shop und heute stelle ich euch endlich mal unsere lang ersehnten Schuhe vor. Nicht nur von uns wurden sie lange, lange, lange Zeit herbeigesehnt, sondern natürlich auch von euch, weshalb ich mir gedacht habe, gewünscht, geschehen, meine Lieblingsschuhe gibt es jetzt auch für euch bei uns im Luftakrobatik-Shop. Das sind diese hier. Die habe ich natürlich jetzt schön kombiniert mit meinem Anzug, der jetzt hier solche Füße dran hat. Das ist ganz praktisch. Warum das praktisch ist, zeige ich gleich. Die hier, die sind natürlich auch ordentlich benutzt worden. So ein paar Jahre. So sehen die jetzt schon benutzt aus. Die haben eine geteilte Sohle, das heißt, es ist möglich, die Füße zu strecken. Und dann sind die schön und praktisch, weil die hier ein tolles Gummi dran haben. Die passen sich einfach jeden Fuß schön an. Und die halten Ewigkeiten. Wirklich, wirklich Ewigkeiten. Also ich habe die jetzt hier schon seit 15 Jahren? Nee, fast 15 Jahren. Und so sehen die aus. Also das ist unglaublich. Der Wahnsinn. Ich bin ganz, 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 ganz begeistert. Diese Schuhe, die haben wir jetzt auch in Weiß mit Glitzer. Ich aber kurz an, nochmal zeigen, wie die aussehen. Die lassen sich übrigens hervorragend barfuß tragen oder mit Strümpfen, je nachdem, wie man möchte. Und die passen sich einfach nach einer Zeit so ideal und schön den Füßen an. Das ist einfach nur toll. Ja, und die weißen hier, die glitzern sogar ein bisschen. So ist das. Jetzt hatte ich neulich einen Auftritt und hatte nicht diese tollen Schuhe an und auch nicht diesen tollen Anzug oder einer von unseren tollen Anzügen, die hier quasi diese überstehenden Füße haben. Das ist einmal ist das total toll. Ja, wenn es ein bisschen kälter ist, ne, wenn der Boden kälter ist, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, bleiben Blasenentzündungen eher fern und auch der Schnupfen bleibt weg. Jedenfalls liegt das da nicht daran. Und ich habe einen richtig guten Halt in den Schuhen, auch am Vertikaltuch, durch die weiche Sohle, das ist eine Gummisohle. Und kann mich trotzdem super gut und geführt bewegen. Und das Tolle ist auch, wenn man Luftakrobatikkurse gibt oder nimmt und jeder schwitzt irgendwann mal an den Füßen oder hat sie jetzt vielleicht gerade nicht frisch gewaschen, kommt noch einen langen Arbeitstag oder Schultag zum Training. Naja, jeder ist an diesen Tüchern beschäftigt und wischt da alles Mögliche, was sonst an den Füßen klebt, ab. Irgendwann riecht das. Das mag ich persönlich gar nicht. Ja, das vermeidet man komplett, indem man Schuhe trägt. Man hat automatisch mehr Grip, mehr Kraft und es ist geruchstechnisch definitiv sehr viel angenehmer. Na gut, aber ich habe eben schon, ich komme immer ins Erzählen, höre nicht wieder auf. Ich habe ja eben schon angefangen zu erzählen, dass ich jetzt neulich einen Auftritt hatte und da bin ich barfuß aufgetreten. Ohne unsere tollen Anzüge, die ja auch gerne hier einfach mal über den Fuß rüber gehen. Und da kann ich zeigen, was mir passiert ist. Ich habe mich verbrannt. Da. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz kleine Verbrennung. Es ist echt nichts Schlimmes. Da hatte ich schon sehr, sehr, sehr viel größere und tiefere. Trotzdem ist es nervig. Gerade wenn ich Strümpfe anziehe und da sind Schuhe drüber und ich renne den ganzen Tag rum. Das Ganze hier ist jetzt exakt eine Woche alt. Und sieht immer noch so aus, weil es immer neu aufreißt. Total bescheuert. Das hätte ich absolut vermeiden können. Rüffel an mich selbst. Hätte ich endlich, also, oder mal wieder einfach einen von unseren tollen Anzügen angezogen. Die benutze ich sonst auch ständig. Zum Training. Ganz gemütlich einfach so im Alltag und, und. Gut. Aber ich meine, ich bin ja sowieso ein Riesenfan und ich glaube auch die beste Kundin von uns, was die Anzüge angeht. Die sitzen einfach toll. Genau, richtig. Und vermeiden eben auch Verbrennung an den Füßen. So ist das. Ja, das war es eigentlich auch schon. Eigentlich wollte ich nur ganz kurz was zum Thema Schuhe sagen. Und zack, waren es wieder die Klamotten. Ja, die Schuhe haben wir natürlich auch in anderen Farben da.
und in jeder Größe. Also von klein bis ganz, ganz groß, da ist alles Mögliche mit dabei. Die sind perfekt zum Luftakrobaten, zum So-Akrobatik machen, zum Yoga machen, zum Austoben. Ja, okay. Ja, jetzt komme ich schon wieder ins Schwärmen. Vom Luftakrobatik-Fan an Luftakrobatik-Fans. Das ist einfach meine Empfehlung, deshalb habe ich die mit im Luftakrobatik-Shop. Ja.